Aber haben die selbst haben sie ja nicht vorgegeben, wir wollen in internationalen Wettbewerb. Ne? Ralf Rangnick hat erst mal gesagt, 40 Punkte. Ist das von außen immer noch, wird das immer noch von außen herangetragen, Thomas? Ja, weil ja klar die Assoziation ist, Red Bull als Eigentümer des Clubs, dass das auch mit viel Geld verbunden ist, haben sie auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie hohe Ablösesummen zahlen konnten, dass sie dementsprechend auch gute Spieler für die jeweiligen Ligen verpflichtet haben. Ich glaube, dass sie im nächsten Jahr noch nicht so weit sind, dass sie wirklich eine Überraschungsrolle spielen können. Dazu sind sie auf verschiedenen Positionen noch nicht gut genug aufgestellt, finde ich, insbesondere was den Defensivbereich betrifft. Deswegen finde ich die Einschätzung von Ralf Rangnick schon richtig, dass man sich in der Bundesliga erstmal zurechtfinden muss, weil es für viele Spieler ja auch das erste Mal ist, dass man in der Bundesliga spielt. Aber zwangsläufig ist es klar, dass der Weg von RB Leipzig nach oben führen wird. Die wirtschaftlichen Mittel sind da, der Ehrgeiz, die Strukturen sind da. Und deswegen ist es nicht die Frage, ob das irgendwann passiert, sondern nur, wann es passiert. Warum haben denn alle Angst vor Leipzig, habe ich das Gefühl, Armin? Ja. Weil, wie Thomas sagt, klar, da ist irgendwie Kapital dahinter, logischerweise. Ja, das ist ja entscheidend. Also Kapital ist schon entscheidend. Hm. Deshalb ist es auch kein normaler Aufsteiger, wie man sagt. Sondern weil sie auch Möglichkeiten haben. Ich glaube, Ralf hat mal gesagt, sie haben jetzt nichts ausgegeben. Also ist ja auch momentan schwierig. Der Markt ist ja wirklich schwierig, auch wenn du Geld hast, auszugeben. Sie haben nichts ausgegeben, haben aber trotzdem 25 Millionen ausgegeben. Also wenn man das mal runterrechnet auf andere Vereine, wie es Eintracht Frankfurt ist oder Darmstadt ist oder Mainz ist, dann ist es natürlich schon eine andere Aussagekraft, auch Spieler holen zu können. Auch junge Spieler, die stehen ja auf der Philosophie, was ja sicher gute Philosophie ist, aber die musst du bezahlen können. Und dementsprechend haben sie schon Ziele. Ich glaube, aber im Moment, in diesem Jahr, ist es zur Spitze einfach zu weit. Das weiß Ralf Rangnick natürlich, weil er die Liga kennt. Hasenhüttl, die kennen die Liga. Du kommst da nicht hin, du kommst zu Bayern nicht hin, du kommst zu Dortmund nicht hin, zu Leverkusen nicht, zu Schalke nicht. Also das wissen sie. Ja, sie müssen das aufbauen im Endeffekt und sie werden dann, glaube ich schon, in den nächsten Jahren auch so investieren können, um dann eben auch mal in den internationalen Bereich zu kommen. Deswegen ist es für Vereine, die jetzt diese Mittel nicht haben, wird es dann nicht einfacher, da wird es dann schwieriger.